Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist soweit, das Entwicklungsevent ist vorbei und es war wirklich ein richtig geniales Event. Überall hat man nun gehört, die Leute haben sich gefreut, haben gesagt, so viele coole Spawns, so viele coole Aufgaben, Feldforschungen, Raids, alles mögliche, das hat richtig Spaß gemacht, Bonbons zu farmen, Weiterentwicklungen wild zu fangen oder aus bestimmten Aufgaben Weiterentwicklungen direkt so zu bekommen und sich noch ein paar gute Pokis an Land zu ziehen. Ich habe mein Hauptaugenmerk natürlich auf die Burmis gelegt, die Shiny Burmis. Und das war wirklich eine Herausforderung, denn wenn ihr wirklich die ganze Familie haben wollt, musstet ihr 7 verschiedene fangen. 7 Shiny Burmis habt ihr gebraucht. Warum 7? Ihr habt natürlich das Burmi normal in 3 verschiedenen Farben gehabt. Ihr habt die Weiterentwicklung Burma Dam, braucht ihr auch in 3 verschiedenen Farben. Und dann braucht ihr irgendein männliches, da ja nur die weiblichen zu Burma Dam werden, irgendein männliches zusätzlich, was ihr zu Moterbel entwickelt. Was natürlich den einzigsten großen Unterschied hatte, da die anderen relativ gleich ausgesehen haben. So habt ihr insgesamt also 7 Stück gebraucht, um die Familie voll zu machen. Und das habe ich nicht alleine geschafft. Ich hatte Hilfe und ich hatte Unterstützung. Ich danke jedem, der mir geholfen hat natürlich, der mir dann seine Shinies getauscht hat. Ich habe auch einiges von mir dann natürlich abgegeben, weil mir nur die Burmis fehlen. Hab da auch ein Alola-Shiny-Mauzi rausgehauen für einen männliches Burmi. Das Alola hat ja eigentlich einen viel krasseren, höheren Wert, da ihr das nur brüten könnt. Habe ich aber genug davon gehabt, aus Eiern. Habe eins abgegeben, dazu aber mehr. Denn es ist noch was aufgetaucht, wurde im Code gefunden, habt ihr ja vielleicht schon gemerkt, wurde überall berichtet, dass vielleicht irgendwann in Zukunft das Party-Wampel ins Spiel integriert wird mit Party-Hut. Stellt euch das mal vor, aber nicht nur Party-Wampel. Hier habe ich nochmal ein Bild für euch. Ihr werdet Radikal mit Partyhut bekommen können. Wie es aussieht, das auch als Shiny, Shiny Radikal mit Partyhut. Dann natürlich wo in genau mit Partyhut normal und Shiny, sowohl männlich als auch weiblich. Und neben dem Partyhut Wampel gibt es dann auch das Shiny Partyhut Wampel, was natürlich richtig genial aussieht, da das hier so ein bisschen lila ist, sieht genial aus. Gleichzeitig gibt es dann auch Gala Smog als Shiny und es wird erstmalig auch Gala Zickzacks und Gala Geradax eingeführt ins Spiel und auch gleichzeitig als Shiny. Wann das kommen wird, weiß man noch nicht. Ich kann mir nur denken, vielleicht ein Neujahrs-Event, weil die da alle Partymützen aufhaben. Neujahr wird gefeiert, wird Party gemacht. Oder vielleicht zum Geburtstag von Pokémon Go, was dann natürlich erst wieder im Sommer wäre. Niantic lässt da einige Fragen offen, aber ihr könnt schon sehen, dass das sicherlich alles in einem Event kommt. Obwohl gut, die Galaformen kommen vielleicht nicht in einem Event. Die kommen vielleicht extra und die Partysachen in einem Event extra. Ich bin aber gespannt, wie die das machen und ob man dann Radikal direkt so als Shiny fangen kann und es kein Radfratz mit Partyhut gibt. Genauso wie, dass es kein Isso mit Partyhut gibt, aber ihr eben wohin genau so fangen könnt mit Partyhut und in Shiny. Das wäre richtig krass. Und bei Wampel hoffe ich, wenn das mit Partyhut kommt, dass wirklich nur das Partyhut Wampel Shiny sein kann und ihr das nicht entwickeln könnt. Sonst kriege ich ultra Brechreiz, wenn ich mir vorstelle, ihr müsst dann also für Wampel auch nochmal mindestens 5 Shiny Wampel mit Partyhut bekommen, finden, weil das ja 2 Weiterentwicklungen hat, aber jeweils einmal so, dass es insgesamt also 5 verschiedene sind, dass ihr aber, ihr könnt das nicht beeinflussen, ihr müsst also wirklich gucken, ihr entwickelt das einfach und ihr kriegt 20 mal Schokoloko, Schakaloka, irgendwas, das komische Ding da und dann habt ihr eben Pech, dann könnt ihr das eigentlich wegschmeißen, weil ihr braucht ja dann das andere noch und müsst dann bestimmen, was daraus wird, aber bei manchen Pikachus haben sie das ja schon so gemacht, manche Hut-Pikachus gehen auch nicht entwickeln, es gibt also keinen Partyhut-Raichu, gut, Partyhut-Raichu gibt es, aber es gibt andere Raichus mit Hut nicht, vielleicht machen die das ja beim Party-Wampel, Partyhut-Wampel auch so, was ich begrüßen würde, dass das Partyhut-Wampel einfach so ein Unikat bleibt und keine Weiterentwicklungen bekommt. Das aber jetzt genug davon. Wir gehen jetzt mal fix zurück ins Spiel. Es hat sich sogar nicht aufgehangen. Richtig genial heute. J-Joe hat noch ein Geschenk geschickt. Wir gehen jetzt mal auf Schillernd, denn wir wollen jetzt mal schauen, die Ausbeute vom Evolutions...
Vom Entwicklungsevent, warum sage ich immer Evolutions, ja Evolution. Hier habt ihr also 7 Burmis und ihr seht, wir haben 2 rosane, wir haben 2 grüne, wir haben 3 gelbe. Die sind verschieden beschriftet und alle, die einen besonderen Namen haben, sind getradet. Und das ist das Unglaubliche. Ich habe wirklich nur 2 Stück selber gefangen und 4 Stück, nee, 5 Stück, ich kann nicht zählen. 1, 2, 3, 4, genau, 5 Stück sind ertauscht und darüber bin ich froh, dass das so gut geklappt hat, dass man immer Leute findet, die wirklich tauschbereit sind. Für mich das einzig Sinnvolle, was man noch ertauschen kann, sind eben Shinies, gerade zu solchen Events, solche komplizierten Sachen, denn selber 7 Shinies permanent finden in dem Zeitraum, das ist, weiß ich nicht, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, aber wenn 7 verschiedene Leute ein Shiny haben und das einem anderen abgeben, weil die weil die Burmi vielleicht nicht so krass finden und dafür lieber was anderes krasses wollen, sagen wir mal Shiny Rayquaza, und ihr gebt ein Shiny Rayquaza ab für so ein komisches Burmi, da freuen sich die Leute, ihr freut euch, dass ihr nicht suchen müsst, dass die anderen euch unterstützen, dann das ist eine coole Sache. Deshalb Grüße gehen raus natürlich an den Angelo, an den Robby, an den Andy und natürlich auch an Pupsi, die auf 2 verschiedenen Accounts, auf ihrem großen und auf ihrem kleinen Account, jeweils eins bekommen hatte, mir die auch rübergetauscht hat. Richtig genial, das habe ich nicht heimlich gemacht. Ich durfte das, sie wollte noch nicht mal was dafür haben, hat gesagt, macht sie doch gerne. Jetzt wollen wir aber natürlich entwickeln. Wir schauen mal hier, wir fangen mal mit dem roten an. Hier, Grüße gehen raus nochmal an Robby, der hat mir nämlich sein männliches Trash? Ja, das männliche, rote Burmi gegeben und das höhere ist das weibliche und das werden wir jetzt entwickeln zu Burmadam natürlich, was ihr eben nicht groß anders sieht als das normale Burmadam. Trotzdem seht ihr ein bisschen das Geglitzer und ihr habt dann auch im Tagebuch den Vermerk, dass ihr einen Shiny davon habt. Habt dann natürlich bei allen dreien, wenn ich jetzt das entwickle, steht es bei allen dabei. Ein kleiner Unterschied ist natürlich am Körper zu sehen, dass er statt schwarz so dunkelgrau ist. Hier habt ihr also Burmadam. Dann gehen wir als nächstes zum, was nehmen wir jetzt, das Grüne. Das von Angelo, auch ein Männchen. Und ich, in dem Fall muss ich es andersrum machen. In dem Fall muss ich das Kleine nehmen, weil das Kleine das Weibliche ist und ich nur das entwickeln kann. Entwickel also ein weibliches, grünes Burmadam. Das Internet hängt auch wieder. Danke Kabel Deutschland dafür. Ein weibliches Burmadam, das eins, was ich eben selber gefangen habe, relativ früh. Danach war ewig Maute, da musste ich mich auf andere Leute verlassen, habe meine Spezialtrades da immer weggemacht. Aber das Krasse, das Seltenste, das Sand-Burmi, haben wir gleich dreimal. Zweimal von Pupsi, hier das männliche, hier das weibliche auch größer als das männliche. Erreicht mehr WP für die Weiterentwicklung, immer sehr genial. Deswegen entwickeln wir gleich noch das weibliche Burmadam mit Sandmantel. Und das allerhöchste mit 400 noch was WP machen wir natürlich zu Moterbel. Das ist nämlich auch ein männliches gewesen. Und da war es ja nun egal, welche Farbe das hat, weil das ja eh eine Motte wird. Hier 1376, ihr habt hier 900, ihr habt 1000... Ihr habt 700 und ihr habt 1376, aber das vom typisch Andy ist das höchste mit 419 WP und das werden wir jetzt zu der komischen Motte entwickeln. Ich bin richtig gehypt, die werde ich dann auch erstmal als neuen Buddy machen und damit noch ein bisschen laufen, denn bald ist ja der Sea Day, da werde ich wieder das Level Up dran schreiben, Level Up Sea Day und hoffe, dass alle, die das sehen, da auch mitmachen. Ich habe so viele Hyperfreunde jetzt gesammelt und so viele beste Freunde, dass wir am Samstag um 11 Uhr richtig die Bude abreißen können. Ich werde euch dann wieder in das Video mit reinpacken, wer da alles aufsteigt, hier der Andi, guckt euch den an und jetzt hat es 1602, ja, und ist damit das höchste. Wir tauschen den jetzt aber aus, gehen hier rüber, geben nochmal schillernd ein, schillernd, wählen den Andi, packen den als Buddy rein, müssen aber den Namen noch ändern. So, dann muss ich jetzt hier drauf, genau. Oh, Level Up Sea
Day. Wie beschriftet ihr euren Buddy immer? Manche schreiben da einfach ran C-Day, 11 Uhr oder HF, also Hyperfreunde, Strich BF, Best Friends, C-Day oder HFBF, 11 Uhr oder gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Ich denke, das müsste ja eigentlich logisch sein, Level Up, also egal welches Level, selbst wenn ihr Superfreunde machen wollt und aufsteigen wollt, ich habe da auch ein paar in der Liste, die Superfreunde werden können, aber nichts mehr öffnen. Wahrscheinlich warten die auch ab, selbst bei Superfreunde, da bin ich gespannt, ob das klappt. Also Superfreunde, Hyperfreunde, beste Freunde, am besten immer am C-Day machen, so könnt ihr schön Geschenke verteilen an alle anderen, die frei sind und die anderen, die blockiert sind, weil die einen Levelaufstieg haben, die warten eben ab und dann geht alles in einem Schlag hoch, wer das immer noch nicht kennt, das Community-Egg, was der Schillinger meiner Meinung nach so eingeführt hat, klappt relativ gut. Jetzt haben wir hier also Shiny Moterbe, richtig geniale Sache, also danke nochmal an den Angelo, danke an den Robby, danke an Pupsi, danke an den typisch Andy, dass das alles so gut geklappt hat. Ohne euch wäre ich nichts, hätte ich auch keinen Content, so leid es mir tut. Das war es aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schreibt ihr mal rein, habt ihr ein Shiny Burmi bekommen? Welche Farbe habt ihr bekommen? Habt ihr ein männliches, ein weibliches? Habt ihr die weiterentwickelt? Habt ihr die so gelassen? Wie fandet ihr das Evolutions-, also das Entwicklungs-Event? Ich bin gespannt. Die Weihnachts-Events stehen auch vor der Tür. Da geht's wieder richtig krass ab. Ich bin gespannt. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.